Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Guten Morgen an alle Frühaufsteher, falls ihr wirklich um Punkt 7 Uhr dieses Video schaut. Aber wie gesagt, spielt auch keine Rolle übrigens, wenn ihr Spielt denkt, keine Rolle. wann ihr kommentiert. Naja. Hauptsache vor Mitternacht, wenn es euch darum geht, das Spiel des Tages zu gewinnen. Was aber als erstes geschieht, ist, wir öffnen das Türchen des Tages im Brettspiel-Adventskalender Nummer von Frosted 5. Games, Wo Nummer ist es? 5. Ich Wo ist sehe sie es? schon da am Ah, danke schön. Schlitten des Vielen Weihnachtsmanns. Dank, vielen Übrigens, Dank. der Kalender illustriert von Doris Matthäus. Also, Genau. es gibt ja auch immer jemanden, der hier diese ganze auf große, ich meine, da ist eine Menge Platz, da gibt es eine Menge zu illustrieren. Ja, Um vor ja allem quasi auch keine sich das hier störenden Sachen, einfach nur ein von schönes. Na, beidseitig. ich will doch Ich nicht. will ja Jetzt nicht. zeig mir nicht die Rückseite. Ich wollte dir doch nur das Rentier und den Schlitten vollständig zeigen. Was haben wir? Das Teotihuacan. behalten wir aber wie. Teotihuacan, City of Gods, unser Expertenspielprädikat. Erst kürzlich vergeben, ein wirklich cooles Expertenspiel. Und das sind natürlich Zwei neue zwei Startplättchen. neue Startplättchen. Das muss ich natürlich. Und zwar kriegt man da einen Ein Dreierwürfel. Fortschritt auf dem grünen Tempel. Ja, ein Arbeiter, einen vierten Arbeiter. Vierter Vierter Arbeiter mit Arbeiter der mit 3D. Stärke Also das, 3. was man eigentlich erst beim ersten Sterben theoretisch kriegen kann, hat man sofort. Oh, Fängst bei beiden schon mit einem Wow. Arbeiter, mit einem vierten Arbeiter mit Stufe Das 3 an. ist interessante. Schon jetzt würde ich sagen, ist interessante Variante, sofort mit einem vierten Arbeiter zu starten. Das bringt sicherlich wieder ganz andere Möglichkeiten in dieses Spiel, der unendlichen Möglichkeiten, würde ich sagen. Ja, mit einem halben Kreis, könnte man ja Ja, auch sagen. Ja? sehr schön, sehr Ist dann schön, schon sehr voll schön. gealtert. Ah, ich darf wieder auspacken. Fünf. Ein erfahrener Arbeiter. Die fünf, mal gucken. Letztes Jahr hatten wir doch ein Match mal aus Ach Adventskalender ja, stimmt, und ja. Ui, schön, mal gucken, ob das schön. irgendwann wieder gelingt. Ein schönes Spiel, das wir hoffentlich euch auch noch vor Weihnachten im Detail vorstellen werden, weil es hat es wirklich verdient. Liftoff, die Kennerspiel-Neuheit von Hans im Glück auf ins All und wirklich von der Illustration, von der thematischen Verortung finde ich das ein wirklich tolles Spiel. Ich muss ja sagen, es ist ein Trend jetzt, kann man schon sagen, Eurogames thematischer zu machen. Ja. Liftoff ist ein gutes Beispiel dafür. Blackout Hongkong ist ein gutes Beispiel dafür. Aber ich muss schon mal sagen, es ist nicht so, dass es automatisch immer gelingt, so ein Eurogame-Mechanismus dann wirklich auch thematisch sich an, dass er sich wirklich auch thematisch anfühlt. Aber bei Liftoff ist es gelungen, eindeutig. Wir müssen halt Satelliten so ins All bringen und dazu haben wir dann Raketen, die können wir ausbauen, die können dann mehr Nutzlast haben oder stärkere Raketen. Und das ist wirklich ein schönes Kennerspiel, muss man einfach sagen. Wir werden es hoffentlich, wie gesagt, noch im Detail Für vorstellen. 2 bis 4 Spieler, 30 Minuten pro Spieler, also auch ein richtig abendfüllendes Ding von Sharon van der Steen. Und mir gefällt auch dieser Retro-Look extrem gut. Die Illustration ist von Nache Ramos. Und ja, du hast es gespielt. Es liegt an dir, die passende Frage dazu zu Ja, generieren. das ist eine gute Frage. Es ist Weltraum. Liftoff, Raketen, das Rennen ins All, 50er, 60er Weltraum. Ja, Jahre. 50er, 60er Jahre. Ja, was machen wir da? Vielleicht sagen wir sowas wie. Mein erster Gedanke war ja so, ne? Elon Musk und so, jetzt ist ja Okay, durch wenn du deine liegen hast, ich große. wüsste was. Ja, Weißt du dann was? bist du bitte, Wenn ja. ihr hier, also es geht ja darum, hier Luftobjekte in die Luft zu Ja. schießen, Raketen, Satelliten in die Umlaufbahn zu pumpen. Und wenn ihr eine Rakete benennen könntet, Oh ja, wie sie heißt. wie würde eure Rakete heißen? Und vielleicht dann würde es nur als Inspirationsquelle meine Idee dann noch mit reinfließen. Ne? Bald ist es ja aber hoffentlich soweit und SpaceX, Elon Musk schießt uns die Menschheit auf den Mars. Ja? Was würdet ihr sagen? Wie sollte die Rakete heißen, die den ersten Menschen zum Mars Ja, bringt? genau. Ja? Also, Ja? ja, wir benennen heute mal Raketen. Seid kreativ. Ja, ein Raketenname wird gesucht. Bis Mitternacht habt ihr Zeit. Hier auf YouTube bitte in den Kommentaren. Wir können leider nur, wie auch am ersten Ich Tag hätte so 1 eine schon etwas Idee, länger so erklärt, Kommentare nur auf Pechvogel. YouTube. Pechvogel ist ein guter Name. Hier auf YouTube bitte bis Mitternacht Oh, kommentieren das und war mit ein böse. bisschen Glück könnt ihr dann. Nein, wegen dem Spiel Ja, Pechvogel war ja, das jetzt ja. ja. Natürlich war es ein makaberer Scherz. Aber Ja, ja. ja. Nein, nein, bitte, bitte. Unsinkbar Ich finde das 2 auch. finde ich Ich den finde das besten ganz, ganz Schiffsnamen, toll. den ich Und je gehört habe. Unsinkbar 2. ja. Das finde ich wirklich einen tollen, tollen Schiffsnamen. Ja, bis Mitternacht, wie gesagt, habt ihr Zeit in den Kommentaren. Ich wünsche euch ganz viel Glück, dass eure Raketenstart gelingt und mit ein Und bisschen Glück Liftoff ja, schon bald schicken wir eure euch dann Spielesammlung angeht. zu.
Und wir sind noch in dem Bereich, dass wir alles locker bis Weihnachten auch sein Ziel erreicht. Genau, ich glaube irgendwann, Nikolaus. Genau, Schuh vor die Tür stellen. Schuh vor die Tür stellen, möglichst großer Schuh, damit auch Brettspiele reinpassen. Unser altes Problem. Ja. Da müssen wir eigentlich so überdimensionale Schuhe so im Keller haben, die dann nur dann für Nikolaus rausgestellt werden. Der Nikolaus stellt auch was daneben. Kleines Spiel in einen großen Schuh. So ein kleines. Das geht schon. So ein Oink Games Titel. Das geht. Oink Games, perfekter Tipp für Nikolaus. Genau, das war Tag 5. Ja, morgen früh geht's weiter mit Tag 6. Wir wünschen euch viel Glück. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.